Jetzt zeige ich euch noch einen kleinen Trick, wie ihr eurem Saug- und Putzroboter helfen könnt. Und zwar lasse ich jetzt mal hier meinen Roboter auf Reinigung des Korridors starten. Na jedenfalls, wenn der jetzt dann losläuft, da habe ich ihm hier für diesen Treppenansatz so eine kleine Leiste gebastelt, so eine Dreiecksleiste, weil er da einfach nicht hochkommt. Das heißt, wenn jetzt die Tür offen ist und er da rausfährt, dann kommt drüber die Leiste rum. Ansonsten schafft er das immer nicht. Habe auch mal ein Herz für deinen Roboter. In meinem Reinigungsmenü habe ich ihm gesagt, hier ist das Reinigungsmenü. Oh, jetzt kommt er. Da haben wir ihn. Und jetzt wird es gleich spannend. Er fährt in den Raum. Von hier startet er darüber. Jetzt will er hier raus. Und jetzt habe ich ihm diese kleine Leiste hierher gemacht. Da kommt er jetzt ordentlich drüber. Muss es nicht wunderbar. Ja! Und? Super, gut gemacht. Beim Flur macht das an sich so. Wenn ihr Flur habt, Krumpoption oder so, dass er so Y macht. Also er macht so Y-Bewegung. Das heißt, wenn er fährt jetzt erst der außen Rand lang mit seinem Wischwasser und dann anschließend schrubbt er so ein Y lang. So wie man eigentlich von Hand schrubbt. Und bei der Reinigung, da habe ich auf komplett gemacht, sodass er im Kreuz macht und nicht einfach mal immer so dieses System abfährt, sondern einmal und dann zweimal und dann auch die Ränder lang fährt. Und mit dem Putzer, wie gesagt, macht er diese Y-Option. Und hier stark verschmutzt, Schruppoption, Turbo, Teppich haben wir hier nicht. Da fährt er jetzt sehr lang. Fährt er die Kante lang, die ist auch schön. Und jetzt beginnt diese Schrubbfunktion, also diese Y-Bewegung, wo er versucht, besonders sauber zu sein. Dabei fährt er dann diese Pads sauber hintere. Ja, das war jetzt mein kleiner Tipp, wie ihr euren Roboter auch ein bisschen glücklich machen könnt. Auch so ein Stieß, in der ihr Spaß muss auch haben.